Kann es wirklich sein, dass es ausreicht, dass ich sage, ich werde geboren, gehe in den Kindergarten, in die Schule, ich studiere, ich gründe eine Familie, ich sehe zu, dass ich da möglichst weit hochkomme, zweimal im Jahr in Urlaub fahre und am Ende ist was dann? Was wäre das für ein Sinn des Lebens? Ich habe die Arbeit der Faktenchecker nicht auf dem Schirm, weil ich schaue sie mir ehrlich gesagt nicht mal mehr an, weil ich weiß, wer sie bezahlt. Es geht nämlich, und das ist meine Überzeugung, sekundär um all das, worüber wir hier reden. Aber primär geht es um dich, um mich, um jeden Einzelnen, um euch, dass wir uns verändern müssen. Und wir haben jetzt durch alle Herausforderungen, durch alle Bedrängnisse, die durchaus noch kommen werden, die Möglichkeit, jeder Einzelne natürlich nur, da ist niemand, der sagt, so müsst ihr machen, sondern du musst es selber entscheiden, hier den richtigen Ausgleich zu finden. Liebe Freunde von Angeschenkt TV, wir begrüßen heute einen ganz besonderen Gast und sind sehr stolz, dass wir die Gelegenheit bekommen, sie zu interviewen. Denn die Eva war seit über 4 Jahren nicht in Deutschland und jetzt haben wir sie getroffen in Europa, ganz kurzfristig eingefädelt. Und vielen Dank, liebe Eva, dass wir dich heute hier begrüßen dürfen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Eva, du bist ja in den alternativen Kreisen sehr, sehr bekannt. Ja, alle anderen kennen dich damals noch von der Tagesschau. Und heute bist du mit deinem Telegram-Kanal, Eva Herrmann offiziell und insbesondere auch mit dem Podcast, der dreimal in der Woche erscheint, dem Stabil durch den Wandel, den du gemeinsam mit dem Andreas Popp moderierst sozusagen und uns anbietest. Im Übrigen bin ich auch ein großer Fan davon. Bist du da aktiv? Ja, also wer sie noch nicht kennt, Stabil durch den Wandel bei Telegram abonnieren, zuhören, kann nicht schaden. Und insofern ist es so, dass du ja natürlich einen sehr großen Wandel auch vollzogen hast seit deinem Ausstieg bei der ARD. Ja. Wie würdest du diesen Zeitraum beschreiben? Was hat sich da für dich geändert? Also man könnte es vielleicht als glückselige Entwicklung bezeichnen. Jedenfalls ist das meine Meinung. Denn ich habe eine sehr gute Zeit bei der ARD gehabt. Zumindest habe ich das damals geglaubt. Weil ich war berühmt, ich habe viel Geld verdient, ich habe Karriere gemacht und das waren die Dinge, die mir damals wichtig waren. Und dann ist mir allerdings ein anderer Kopf gewachsen. Das hatte auch ganz bestimmte Auslöser, unter anderem die Geburt meines einzigen Kindes. Die hat mich verändert. Es heißt ja immer, dass wenn ein neuer Geist einzieht, dass der Geist der Mutter damit auch beeinträchtigt, beeinflusst, entweder im besseren Sinne oder nicht so guten Sinne werden kann. Und bei mir war es einfach ein totales Aufweckerlebnis. Und zudem habe ich, die Menschen, die den Kanal kennen, wissen das, die 3 grünen Bücher gefunden. Und in diesen Büchern lernt man die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze. Man lernt da aber vor allem, was man darf und was man nicht tun darf als Mensch hier auf der Erde. Und das sind die Dinge, die uns in der Schule nicht beigebracht werden und auch nicht von der Kirche erklärt werden, nämlich in welcher großen Verantwortung wir in Wahrheit stehen und dass wir dieser Verantwortung gerecht werden sollten, schon im eigenen Interesse, weil wer wie ich an die Karma-Lehre, an die Reinkarnation glaubt, und das ist eben nicht irgendein esoterisches Geschwurbel, sondern das sind sehr logisch erklärbare Naturgesetze und die sind so logisch, dass man nicht anders kann, wenn man ein denkender Mensch ist, darauf zu hören. Und das habe ich getan und habe dann die Arbeit, die ich gemacht habe, begonnen in Frage zu stellen, beziehungsweise das, was ich auch abends um 8 Uhr vorlesen sollte, dass ich darüber häufiger nachgedacht hatte. Das war auch schon vorher der Fall gewesen. Ist das überhaupt alles richtig so, wie wir das hier präsentieren vor 12, damals sprach man von 15 Millionen Zuschauern jeden Abend. Und so habe ich angefangen, selber mal zu recherchieren, nachzuschauen. Und gleichzeitig bin ich eben mit diesem Kind in das Thema Bindungsforschung geraten, wo ich eben auch feststellen musste, dass die politischen Weichen nicht sehr
günstig gestellt worden waren für die Familie, für Frauen, die Kinder bekommen, eigentlich lieber erstmal in den ersten Jahren günstigsterweise und auch naturgesetzmäßigerweise bei ihren Kindern bleiben wollen. Das ist in unserem Land fast unmöglich gemacht worden, weil es eine finanzielle, eine monetäre Frage geworden ist. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also Kind und Karriere ist ein sehr dubioser Begriff für mich geworden, jedenfalls wenn es heißt, das sei gut vereinbar. Und damit begann ein wirklich intensiver Erweckungsprozess, der mich tatsächlich sehr verändert hat. Diese grünen Bücher, du sprichst von dem Abtroschin, die hattest du schon kennengelernt, als du noch in der Tagesschau aktiv warst. Mhm. Ja? Wie ging es dir denn eigentlich, wo immer mehr Erkenntnisse und auch Zweifel vielleicht an deiner Tätigkeit wachsen mussten? Ja? War da nicht der Gedanke auch da, Augen zu und durch, ich verdiene hier gutes Geld? Und oder war das einfach so, dass du sagst, ich kann es nicht mehr? Also das ist ein Prozess gewesen. Eigentlich, als ich den ersten Band dieser drei Bücher, Im Lichte der Wahrheit heißt das ja, durchgelesen hatte, war schon für mich klar, ich kann so nicht weitermachen. Vor allem, als ich erkannt hatte, wer das geschrieben hat. Und dann habe ich kurzfristig mein Leben abgestimmt und natürlich habe ich darüber nachgedacht, dass es einfacher und bequemer wäre, einfach so weiterzumachen. Aber ich hatte damals einen hohen Bekanntheitsgrad von 97% in Deutschland, haben die Institute, die Umfrageinstitute ermittelt. Und ich war auch extrem beliebt. Übrigens, das ist immer nur mit Vorsicht zu sehen, denn die Menschen kreuzen meistens an, wen sie am beliebtesten oder am nettesten finden, die Person, die sie am besten kennen oder am häufigsten gesehen haben. Und man hat mich damals auch mit der eigenen Talkshow und so weiter ziemlich häufig im Fernsehen gesehen. Und dann war mir klar, der Weg wäre so einfacher. Aber das, was ich jetzt schon gelernt hatte über die Verantwortung, in der wir alle stehen, das hat mich dann doch dazu gebracht zu entscheiden, dass ich darüber gerne in der Öffentlichkeit sprechen möchte. Was ich sofort angefangen habe, was dann ziemlich rabiat unterbunden wurde. Und du sprichst diese eine Wehrgeschichte an, ne? Ich spreche ganz verschiedene Sachen an. Also zum Beispiel, dass ich hatte ja schnell ein Buch veröffentlicht, das Eva-Prinzip, und dem vorangegangen war. Und damit bin ich zum ersten Mal in dieser Position in die Öffentlichkeit getreten. Das war ein Artikel bei Cicero, ein Essay, den ich geschrieben hatte. Die Überschrift lautete, ist die Emanzipation ein Irrtum? Und es war derselbe Tag, an dem dieser Artikel erschien, an dem Frau von der Leyen, die damals noch Krippenministerin war, den Familienbericht, den 7. Familienbericht veröffentlicht hatte, wo sie den Müttern, die bei ihren Kindern zu Hause bleiben wollen, Hedonismus vorgeworfen hat. Also gesagt hat, geht gar nicht. So sinngemäß. Kannst du mal Hedonismus erklären? Naja, das ist auf das eigene Wohl ausgerichtete Verhalten. Und dann standen sich plötzlich im bundesdeutschen Raum zwei sehr steile, gegensätzliche Thesen gegenüber von zwei sehr bekannten Frauen. Das eine war die Familienministerin, das andere war die Tagesschausprecherin. Und dementsprechend hat sich da sehr schnell eine Diskussion im breiten Raum hochgejazzt, die dazu führte, dass ich viele Einladungen in sehr bekannte Talkshows bekam, aber plötzlich das Verbot von meinen damaligen Chefs, dorthin zu gehen. Also, und das war natürlich auch erstmal ein Moment, wo ich schlucken musste und plötzlich merkte, uiuiui, also die nehmen das offenbar sehr ernst, was ich hier sage, die Kritik. Und die wollen sie auch vielleicht gar nicht weiter in der Öffentlichkeit hören. Und so durfte ich glaube, es war bei Christiansen, die Sabine Christiansen gab es damals noch, sind ja alles Kolleginnen gewesen, die ich gut kannte und verschiedene andere bekannte Talkshows. Ich will nichts Falsches sagen, deswegen sage ich jetzt mal die Titel nicht mehr, die Namen der Talkshows. Und waren auf jeden Fall viele und es hieß, ich darf da nicht hingehen. Und
Das sind natürlich Entwicklungsmarksteine, die dazu führen, dass man natürlich auch sagt, okay, das wollen wir jetzt mal sehen. Hm. Wie weit kann ich jetzt kommen? Aber du sagtest, das hat sich so hochgejazzt, ne? Da die Familienministerin auf der einen Seite, du auf der anderen. War das so ein zufälliger Vorgang mit diesem Hochjazzen oder war das tatsächlich irgendwie, dass du den Nagel auf den falschen Kopf getroffen hast und das musste jetzt unbedingt verhindert werden, macht man jetzt einen großen Bier draus? Wie hast du das wahrgenommen? War da ein Plan dahinter oder war das einfach so zufällig hochgejazzt? Das ist so wie immer in den Mainstream-Medien. Einer schreibt was, die anderen hängen sich dran, dann sagt irgendwer was dazu, ein Politiker oder irgendein Chef in den Öffentlich-Rechtlichen. Und dann beginnt eine öffentliche Diskussion. Und diese öffentliche Diskussion, die war sehr einseitig, weil auch nachdem dann mein Buch erschienen war, das war zu dem Zeitpunkt schon angekündigt. Also dieser Essay erschien, ich glaube, im April 2006 und das Buch war annonciert für September 2006. Und es war auch schon klar, dass das kommt. Und dann haben plötzlich die ganzen Mainstreamer, Hofberichterstatter, hellseherische Fähigkeiten entwickelt, weil sie offenbar wussten, was in diesem Buch stand, obwohl es noch gar nicht veröffentlicht war und mir Dinge vorwarfen. Da habe ich mich gefragt, wo haben sie das denn jetzt her? Ich denke mal, dieser Überraschungsmoment, ich als Karrierefrau, die plötzlich dementsprechend völlig konträre Aussagen macht, das konnte zunächst wahrscheinlich auch niemand greifen, was ich im Nachhinein sogar sehr gut verstehen kann. Hm. Jetzt gibt es ja so eine Meinungsmache. Na, die nehme ich persönlich zumindest wahr, ne? Also insbesondere auch im Mainstream. Wie viel Eva war denn eigentlich in dieser beliebtesten, zu ein paar 90% bekannten Tagesschau-Moderatorin? Weil die Inhalte hast du ja gar nicht geliefert, du hast ja nur vorgelesen. Na, wie viel Eva war denn da drin? Und als du dich mehr zeigen wolltest, wie viel Eva durfte überhaupt noch sein? Ich hatte mehrere Sendungen. Ich habe ein Quiz moderiert, dann die Talkshow Hermann und Tietjen mit der Kollegin Bettina Tietjen und die Tagesschau. Die Tagesschau ist ja bis heute eine Sprechersendung. Die Sprecher sitzen dort und lesen das vor, was die Redakteure unter dem CVD, unter dem Chef vom Dienst, zusammenschreiben, was in den Konferenzen vorher, es gibt ja mehrere am Tag, besprochen und aktualisiert wird. Das heißt, bei der Tagesschau ist null Eva außer Gesicht und Stimme gewesen. Nicht mal Unterleib hat man gesehen, wie man weiß. Und in der Talkshow war eine ganze Menge Eva. Da hatte ich auch redaktionell durchaus ein Mitspracherecht. Und in dieser Quizshow war viel Eva, weil ich da einfach auch so sein konnte, wie ich war. Und das war auch in der Talkshow der Fall. Das heißt, nur die Leute, die jetzt mich vielleicht genauer angeschaut haben, konnten vielleicht auch ein bisschen mehr Eva erkennen. Aber letztendlich geht's darum auch gar nicht, sondern das, was da passiert ist oder was für mich an Veränderungen kam, hat mich einfach völlig verändert. Ich glaube schon, dass ich vieles von dem, was an Erkenntnis dann dazugekommen ist, vorher vage schlummernd in mir trug, würde ich mal so sagen. Aber es war noch nicht erweckt. Es war noch nicht gezündet. Mhm. Ja, okay. Jetzt bist du ja mit deinem Kanal auch Mitglied sozusagen dieser Familie der freien Medien. Ja. Wie wichtig ist eigentlich Meinungsfreiheit? Meinungsfreiheit für jeden Einzelnen oder für die Medien oder was meinst du? Ja, eigentlich für die Medien, weil die doch quasi dann das multiplizieren, das Denken und das Befinden in der Bevölkerung. Meinung sollte in Medien eigentlich möglichst gar nicht vorkommen, sondern es sollte eine große Freiheit der Berichtsmöglichkeit existieren. Und viele Kollegen in den freien Medien tun das auch. Also wir auch. Unser Podcast Stabil durch den Wandel, den ich mit Andreas Popp gemeinsam dreimal die Woche mache, das ist zum Beispiel eine journalistische Sendung. Also ich mache sozusagen die Redaktion und Andreas kommentiert. Also
wir sortieren und er kommentiert. Und ganz selten, dass ich kommentiere, ich kennzeichne das dann aber auch immer. Und unser Ziel ist, möglichst sachlich auch Gegenpositionen zu beleuchten. Es gibt ja derzeit eine ganze Menge Themen, wo man dankbar ist, wenn man vielleicht auch mal die andere Seite beleuchtet bekommt. Zumal, wenn, nehmen wir mal Russland, Ukraine, wenn in Europa die russischsprachigen Medien komplett verboten werden, es wird in Russland mit Sicherheit genauso viel Propaganda veröffentlicht wie in den europäischsprachigen Medien oder hier speziell den deutschsprachigen. Aber wenn Propaganda, sollte man auch alle Seiten zumindest mal kennenlernen. Und deswegen haben Andreas und ich, versuchen wir auch immer, diesen Standpunkt zu beleuchten, sehr vorsichtig, weil es ja wirklich verboten ist auch. Ne? Ja, und ihr ergreift ja auch keine Partei, sondern ihr stellt dar, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf ein und dasselbe gibt. Und die Meinung muss sich ja jeder selber bilden, ganz zum Schluss. Aber jetzt sind wir ja natürlich in so einer Zeit, ne? Da gibt es eine Cancel Culture. Ja, alle schlagen sie auf einen ein, der etwas Böse sagt, was nicht dem Narrativ entspricht. Damit ist noch gar nicht bewiesen, ob das, was er sagt, möglicherweise sogar richtig ist. Aber da sagte schon die Antje Hermenau mal bei uns in einem Interview, heutzutage kommt es auf die richtige Haltung an. Fachwissen ist nicht mehr gefragt. Ja, und die Haltung kann sich jederzeit ändern. Klar. Ja. Ja, okay. Also Antje, vielen Dank. Na, du hast die Bestätigung. Und wie ist das jetzt mit diesen Faktencheckern? Na, hast du über deine Kanäle oder über deine Bekannten, die möglicherweise in den Medien noch sind, Einblick, wie der Faktencheck abläuft? Weil da gibt es wahrscheinlich eine Plus-Minus-Liste, darf gesagt werden, darf nicht gesagt werden. Ja, und prüfen die Faktenchecker überhaupt, ob ihre Plus-Minus-Liste richtig ist? Ich habe die Arbeit der Faktenchecker nicht auf dem Schirm, weil ich schaue sie mir ehrlich gesagt nicht mal mehr an, weil ich weiß, wer sie bezahlt. Und dann brauche ich eigentlich überhaupt nicht zu wissen, was sie machen. Ich sehe dann nur, dass es immer wieder auch Kollegen bei den freien Medien gibt, die sie widerlegen. Also die freien Kollegen widerlegen die Faktenchecker. Und ich denke mal, also inzwischen, wenn ich auch die Politik der Grünen sehe und der Protagonisten, die da so auf der Matte erscheinen, wie Frau Ricarda Lang oder Annalena Baerbock oder Robert Habeck oder Cem Özdemir und wie sie alle heißen, dann habe ich, aber das ist natürlich nur mein persönlicher Eindruck, dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das eigentlich so ein Pippi-Langstrumpf-Ding ist. Ne? Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja. Und wenn es unlogisch wird, dann drehe ich so lange, am besten um 360 Grad, bis es wieder logisch wird. Ja, ja. Also ich habe die ganze Zeit versucht, mein Lachen ein bisschen zu unterdrücken. Weil eigentlich ist es doch zum Lachen. Na, so diese Schauspielertruppe hier. Also hätte mir vor ein paar Jahren jemand erzählt, was jetzt tatsächlich zu beobachten ist, hätte gedacht, so verrückt kann ja noch nicht mal ein Drehbuchautor sein, der auf Koks ist. Man muss vielleicht, und da bin ich jetzt schon gerade wieder bei den grünen Büchern, in diesen Büchern, das war etwas, was mich damals beim ersten Lesen, das ist fast 20 Jahre her, sofort gerissen hat. Da wird gesprochen über diesen Zeitabschnitt, in dem wir jetzt leben. Die Bücher sind vor knapp 100 Jahren geschrieben worden, aufgeschrieben worden, uns sozusagen zur Verfügung gestellt worden. Und darin werden nicht nur die Schöpfungsgesetze erklärt, sondern dieser Zeitabschnitt, in dem wir jetzt sind und auf den es naturgesetzmäßig hinauslaufen musste. Und inzwischen kann man mit wenig Fantasie erkennen, dass es gar nicht mehr anders sein kann. Heißt nichts anderes, wir befinden uns tatsächlich, wie Klaus Schwab vom WEF ja immer wieder betont hat, im Moment ist er sehr still geworden, verstehe ich gar nicht, er bezeichnet das als Transformation. Wir sind in einem Transformationsprozess. Ich sage auch nicht mehr weltweit oder global, es heißt jetzt ja planetar. Also es geht jetzt um den gesamten Planeten. Und während also die Transhumanisten aus Davos es beschreiben als Prozess, wo wir also die ganzen grünen Bewegungen, Klima, Kleber und so weiter werden ja von diesen Seiten auch beeinflusst.
Und die erzählen uns ja, die Welt wird es nicht mehr lange geben. Der Planet ist am Sterben, wenn wir jetzt nicht sofort alle aufhören zu atmen und CO2 zu verbreiten. Und ich würde mal sagen, diese Haltung, die Erde, die Welt geht jetzt unter, ist sogar, was nicht stimmt. Die Welt wird nicht untergehen. Es wird hier tatsächlich Veränderungen geben. Das ist auch meine Überzeugung. Das sehen wir ja schon gerade. Aber auf der anderen Seite ist dieser Transformationsprozess, den wir auch zurückliegend durch die Mikrobenzeit jeder Einzelne persönlich spüren durfte, eine der größten Chancen für jeden Einzelnen. Es geht nämlich, und das ist meine Überzeugung, sekundär um all das, worüber wir hier reden. Aber primär geht es um dich, um mich, um jeden Einzelnen, um euch, dass wir uns verändern müssen. Wir sind in einer geistigen Haltung, wir Menschen. Viele davon sind geistig gar nicht mehr aktiv, sondern materialistisch ausgerichtet, verstandesgesteuert, alleine, während der Mensch ja auf zwei Beinen steht. Körper, Verstand, Gehirn, Geist, Seele, Empfindung, innere Stimme, Intuition. Und das hier ist unser wahres Ich und das hier ist unser irdisches Leben. Und diese beiden sollten nicht nur in einer Balance sein, sondern das hier sollte noch höher stehen, nämlich die innere Stimme sollte uns den Weg vorgeben, den wir zu gehen haben, und zwar unsere Entscheidungen auch immer mit dem Gewissen abstimmen. Jede Entscheidung mit dem Gewissen und nicht nur hier mit dem Verstand. Gewissen kann man übersetzen mit das Wissen um die Gesetze, um die Naturgesetze. Und wenn wir das schaffen, unsere Entscheidungen hier abzustimmen und alle irdischen Möglichkeiten zu nutzen, so sie aber immer in den Gesetzen sind, dann kommen wir in unsere richtige Entwicklung hinein, lichtwärts gerichtet. Okay. Und wir, die Menschheit ist hier und das Geistige ist hier unten. Und wir haben jetzt durch alle Herausforderungen, durch alle Bedrängnisse, die durchaus noch kommen werden, die Möglichkeit, jeder Einzelne natürlich nur, da ist niemand, der sagt, so müsst ihr machen, sondern du musst es selber entscheiden, hier den richtigen Ausgleich zu finden. Jetzt habe ich den Eindruck, dass diese zwei Dinge, die einen, die materiell von außen, wie auch immer, und das andere, die innere Stimme, die Intuition, die von innen ist. Ich habe es ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber es ist so, ich kann ja nur in der Ruhe meine innere Stimme hören. Wenn von außen ständig ich beschallt werde mit diesem und jenem und Ukraine und CO2 und Corona und Impfung und, dann höre ich in diesem Getöse meine innere Stimme nicht. Ist das so ein Prozess, wo man einfach sagt und vielleicht aus dem sich auch die Hoffnung, deine Hoffnung ergibt, ne, dass die Leute sagen, ich höre da gar nicht mehr hin. Ich höre da gar nicht mehr hin. Ich will da gar nicht mehr hinhören. Das ist offensichtlich falsch. Zumindest geht's in Opposition mit dem, was ich empfinde. Ist das der Prozess? Ja, und zwar, wie du sagst, ein Prozess, den wir alle eingehen dürfen oder können und aus meiner Sicht sollten, wenn wir wirklich durch diese, Andreas und ich bezeichnen das immer als Nadelöhr, durch das wir gerade durch müssen. Und das ging schon mit der Mikrobe los vor 3,5 Jahren. Und klar ist, wer diese Bücher liest, weiß das auch. Klar ist, dass wir da nur durchkommen, wenn wir in diesem Ausgleich sind. Weil du siehst ja, welcher Wahnsinn auf die Menschen losgelassen wird. Du hast gerade gesagt, die Impfung, die Mikrobe, die Lockdowns gehörten dazu. Jeder wurde an seine Grenzen gebracht, wo er sagt, was mache ich denn jetzt? Und aus meiner Sicht wahrscheinlich ein Versuchsballon, um zu schauen, wie weit man die Menschen wirklich gängeln kann und unter Druck setzen kann. Und diesem Außendruck kannst du nur widerstehen durch einen Innendruck. Und dieser Innendruck, das ist das Starkmachen des Inneren. Nun fragen sich viele, wie soll ich mich denn innerlich stark machen? Was soll ich machen? Wie du sagst, soll ich mich jetzt irgendwo hinsetzen und
gar nicht mehr dahin hören, schon mal eine gute Idee, sondern das ist jetzt die Ausrichtung dahingehend, was sind die Naturgesetze? Was ist denn überhaupt der Sinn unseres Lebens? Was will ich denn hier auf der Erde? Kann es wirklich sein, dass es ausreicht, dass ich sage, ich werde geboren, gehe in den Kindergarten, in die Schule, ich studiere, ich gründe eine Familie, ich sehe zu, dass ich da möglichst weit hochkomme, zweimal im Jahr in Urlaub fahre und am Ende ist was dann. Was wäre das für ein Sinn des Lebens? Der Sinn des Lebens ist Entwicklung und zwar die geistige Entwicklung. Können wir nachher gerne noch vielleicht ausführlicher drüber reden, aber vielleicht reicht das hier auch an der Stelle. Wie viel Buddhismus ist denn in diesen drei Büchern? Einiges, aber einiges auch nicht, weil der Buddhismus natürlich die Reinkarnation auch erklärt. Und die Reinkarnation gehört zu den Naturgesetzen, ganz klar. Die gab es ja auch in der Urbibel, aber die durfte ja dann irgendwann nicht mehr. Die Reinkarnation ist 553 nach Christus aus den Kirchenlehren gestrichen worden durch Kaiser Justinian den Ersten und den Papst, der damals... Waren das die ersten Faktenchecker? Das waren die ersten Faktenvernichtungsmethoden, würde ich mal sagen. Denn wenn man die Reinkarnationslehre, die den Menschen sehr stark macht, wenn er darum weiß, wenn die gestrichen werden und man muss ja fragen, wem nützt das? Wem nützt das, wenn die Menschheit nicht mehr weiß, dass es die Reinkarnation gibt, dass man also wiederkommt, dass es die Karma-Lehre gibt? Das heißt, wenn ich gut war, werde ich auch in gute Verhältnisse wieder geboren, wenn ich das mal ganz pauschal sagen darf. Oder wie Christus es gesagt hat, das Gesetz der Wechselwirkung erklärt hat, was der Mensch sät, wird er vielfach ernten. Das heißt, es kommt alles zurück. Und wenn ich Gutes gebe, kommt Gutes zurück. Aber wenn ich ein richtiger A-Punkt bin und Leute betrüge und mich so verhalte, dass es anderen schadet, dann kommt das auch auf mich zurück. So, und wenn ich jetzt um diese Gesetze weiß, ja, was ist denn dann meine Entscheidung? Wie will ich denn dann leben? Da kann ich doch nur sagen, ich versuche alles richtig zu machen. Und ich mache auch nicht mit bei irgendwelchen Gesetzesverstößen. Nicht nur irdische, sondern eben auch geistige Gesetzesverstöße, wie es ja von den Menschen derzeit von der Politik verlangt wird. Aber im Prinzip ist es doch eine Friedensbotschaft. Ja, nur der Unterschied, du hast nach dem Buddhismus gefragt, der Unterschied ist, die Buddhisten meinen, wenn du dann dich so hoch entwickelt hast im Laufe der Inkarnierungen, dass sich dein Geist dann auflöst. Und das ist, glaube ich, wirklich nicht der Fall. Das wäre ja auch ein ganz schreckliches Ende. Dann wüsste ich ja gar nicht, wofür ich mich hier so abmühe. Wenn am Ende ich mich auflöse, meine Existenz, mein Ich-Bewusstsein sich auflöst. Es steht schon in der Bibel, dass der Mensch aus dem Paradies kommend, übrigens als unbewusst noch, weil er erst diese ganzen Entwicklungsläufe auf der Erde benötigt, um sich zu entwickeln, also alles wieder, das karmisch draufgeladen wurde, wieder los wird, dass der wieder ins Paradies zurückgeht und dort, also man spricht ja immer über das ewige Leben, diese ganzen Philanthropen, die viel Geld haben, die überlegen sich, wie sie ewig leben können, ohne dabei offenbar zu begreifen, dass das ewige Leben das geistige Leben ist. Und ewig heißt dann, sollte man das dahin schaffen, wieder zurück, weil man sich bemüht hat, dass man dann tatsächlich ewig ist. Und zwar in Freude und in Aufbau und im Helfen können und unbedingt auch wollen für weiteren Aufbau auf der Erde, vielleicht auf anderen Planeten. Wer weiß, also gibt es auch ganz konkrete Hinweise darauf. Und ich finde, das ist einfach das beste Ziel. Es läuft mir bald kalt den Rücken runter, ne? Also, da steht noch eine Aufgabe vor uns. Das heißt, das Leben, der Sinn des Lebens ist die Weiterentwicklung. Ja. Aber auch ein positiver Umgang mit den Wesenheiten um uns herum, mit den Menschen, mit der Natur. Und wir werden belohnt, wenn wir das so tun. Wir belohnen uns selber. Die Natur, die Wesenhaften beispielsweise, also die Naturkräfte, die ja auch durch die Kirche in den Dreck gezogen wurden und sowas wie
Früher hat man, oder in den Märchen spricht man heute noch von Feen und Elfen und Riesen und Wichteln. Die existieren tatsächlich. Ich kann es deswegen so sicher sagen, weil ich die große Gnade hatte, hin und wieder sowas erblicken zu dürfen. Und wenn man sowas erlebt hat, natürlich alles ausgelöst, auch durch die Bücher, durch diese grünen Bücher, in denen es auch beschrieben wird. Aber auch meine Mutter hat uns Kinder schon so erzogen. Also die ist mit uns in die Natur gegangen und hat uns die Naturwesen erklärt. Und es ist so unendlich wichtig, dass wir die Arbeit der Naturwesen endlich erkennen und schätzen lernen und auch unterstützen durch unser Verhalten in der Natur, auch durch die Dankbarkeit für die Schönheit der Natur, für die Gesundheit, die uns die Natur schenkt, der Respekt, die Demut. All das ist etwas, was wir dringend benötigen, um ja weiterzukommen, dass wir auch die Unterstützung von dieser Seite bekommen. Steht dafür die Grüne Partei? Also das war jetzt die lustigste Frage heute. Naja, okay. Sie war auch nicht ernst gemeint. Ich kenne ja die Antwort, aber okay. Sei es drum. Du bist also jemand, der auch auf mich immer diesen versöhnlichen, diesen zuversichtlichen Part in deinen Podcasts mitliefert. Ja, bleibt in der Ruhe. Es wird alles gut. Bemüht euch, tut auch was. Ja, es ist nicht so Hände in den Schoß und ihr werdet gerettet von irgendeinem Q oder wer weiß. Und du bietest ja auch ganz konkrete Hilfestellungen an. Aber zuerst hilft man sich natürlich auch selbst. Ja, wie informierst du dich und wie lebst du? Na, weil es geht ja auch hier mit eurem Garten und so weiter. Es gibt ja da auch Hintergründe. Ne? Also wie versuchst du, das umzusetzen? Also ich empfinde es als großes Geschenk und große Gnade, dass Andreas und ich in Kanada wirklich in der Natur leben, weit weg von der nächsten Ortschaft. Eine verstreute Minderheit von einigen guten Bekannten oder Freunden wohnt in der Nähe. In der Nähe, das sind dann auch immer andere Entfernungen als hier. Es wird immer in Stunden gemessen, ne? Ja, so ungefähr. Mhm. Also man ist schon längere Strecken immer unterwegs und sieht meistens kein Auto, das entgegenkommt. Man ist wirklich da sehr einsam. Also nicht einsam, sondern einsam sind wir nämlich gar nicht, sondern alleine. Also man hat wenig Störung. So ist es, glaube ich, am besten. Das ist auch für diese Sache ganz gut, ne? Und das ist der springende Punkt. Ja, genau. Also wir wohnen im Reich der Wesenhaften und die sind um uns herum. Und sowohl Andreas, der ja eigentlich auch schon sehr materialistisch mal unterwegs war, der ist weit geöffnet geistig und kann das eben auch inzwischen ganz intensiv erleben. Und für mich eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und ja, wir sind Selbstversorger. Das ist auch das, was wir glauben, worauf wir uns vorbereiten müssen. Es gibt ein altes Wissen unserer Vorfahren, welches praktisch nicht mehr existiert. Wir haben uns von unseren Großmüttern, Großvätern nur wenig erklären lassen. Die sind meistens auch noch ja kriegsgebeutelt gewesen. Also wir sind ja auch Nachkriegsgenerationen, wo das alles nicht mehr in geordneten Bahnen gelaufen ist. Und dann kam die Industrialisierung der westlichen Zivilgesellschaft und das Maschinenbauzeitalter und so weiter. Und man war so technikorientiert und fortschrittsorientiert. Hat ja auch seine guten Seiten. Ja gut, aber, und Arbeitsteilung, aber gleichzeitig Abhängigkeit. Genau, und diese eben keine Abhängigkeit zu haben oder so wenig wie möglich, das steht bei uns im Fokus. Und in unserem Kanal, also dieser Telegram-Kanal, den wir jetzt im vierten Jahr haben, fast 200.000 Abonnenten, da machen wir vieles. Es gibt erstmal diesen Podcast dreimal in der Woche, Stabil durch den Wandel. Dann gibt es von mir 4-5 Tage in der Woche ein sogenanntes Abendgebet, wo wir aber nicht beten, sondern das sind meistens Podcasts von mir, wo wir über die Naturgesetze sprechen und erläutern,
was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sinn des Sterbens, was kann ich in meinem Leben schon vorbereiten, um gut zu sterben und was erwartet mich da drüben nach dem Hinübergehen. Das ist das eine. Das andere ist, wir veranstalten auch Online-Kongresse. Da geht es um das Thema meistens Gesundheit, geistig und körperlich. Heißt mit anderen Worten, also eins der drängendsten Themen ist bei uns zurzeit die mannigfaltige Vergiftung, der wir Menschen ausgesetzt sind, durch alle möglichen Umweltgifte, durch Schwermetall, durch Aluminiumvergiftung in der Nahrung, im Wasser, vom Himmel runter, in der Erde. Und wie können wir dem entgegenwirken, nämlich entgiften, ausleiten, auf uns schauen, weil es geht um die geistige, aber auch um die körperliche Gesunderhaltung. Ja. Ein gesunder Geist kann nur in einem gesunden Körper sich entwickeln. Und wenn sie uns vergiften wollen, dann ist unsere Haltung, okay, dann entgiften wir halt. Wir können es nicht verhindern, dass sie es tun, aber wir tun alles, damit wir möglichst gesund bleiben. Und Andreas und ich, Andreas ist zum Gärtner geworden. Wir haben gerade vor einigen Wochen die Kartoffeln eingebracht. In Kanada sind wir immer ein bisschen hinter eurer Zeit hier zurück, also immer ein bisschen später, 4-6 Wochen. Und wir ernten die Kartoffeln, wir haben Gemüseanbau, Hühner. Andreas ist der Hühnerbauer, der sich ständig mit seinem Hahn Klaus auseinandersetzt. Die beiden rangeln um die Ordnung immer noch. Und das ist sehr amüsant. Und wenn er da mit seinem Trecker da über unseren Berg rattert und Schnee räumt oder irgendwelches Erdgut von da nach da transportiert, dann ist es ein Andreas Popp, den man natürlich so in der Öffentlichkeit nicht kennt. Aber das ist das, was wir sehr leidenschaftlich machen. Vielleicht müssen wir euch mal besuchen. Also das ist unglaublich. Jetzt ist ja diese Selbstversorgung, diese landwirtschaftliche Geschichte nicht nur möglicherweise aus dem motiviert, dass man sagt, es könnten ja auch mal Lieferketten ausfallen, die Versorgung könnte schwieriger werden und so weiter, sondern da steckt ja mehr dahinter. Es hat da auch was mit Entgiftung und Heilung zu tun. Möchtest du da ein bisschen was dazu sagen? Ja, also ich komme da gleich zu. Vielleicht noch, seit wir dort leben, backe ich auch wieder das Brot selber. Und auch da gibt's Entwicklungsprozesse. Du fängst an mit dem Hefeweißbrot und dann traust du dich an einen Sauerteig-Vollkornbrot. Und dann im Rahmen von Entgiftung oder Ernährungsumstellung kommst du dann zu einem Low-Carb-Brot, dass du also versuchst, so wenig Kohlenhydrate wie möglich reinzunehmen. Und das sind alles Dinge, auch was wir jetzt vorher schon so besprochen haben, die ich in den Podcasts oder auch wir in den Podcasts transportieren und wo richtig viele Menschen sagen, oh, da mache ich mit, finde ich super. Was meinst du, wie viele Leute ihr Brot inzwischen selber backen? Dann ging das los mit den Lieferketten, dann mit dem Energieproblem für Großbäckereien, wo es plötzlich hieß, eine Kette nach der anderen macht jetzt dicht, weil wir ja ein großes Energieproblem haben. Das wissen wir jetzt durch die ganz schlimme Klimawandelkrise, die menschengemachte Klimawandelkrise, die Herr Habeck ständig uns auch immer wieder vor die Augen hält. Lange Rede, kurzer Sinn, das hat ja alles Auswirkungen. Und das heißt, wenn wir diese Zeichen sehen, kann sein, dass es irgendwann keine Bäckereien mehr gibt oder nur noch wenige. Da muss ich ja überlegen, was mache ich dann? Da muss ich lernen, mein Brot selber zu backen. Und am besten rechtzeitig, bevor es akut wird. So, genau. Also das heißt, sich rechtzeitig vorbereiten. Mhm. Genauso das Entgiften. Also ich bin schon viele Jahre, auch schon über 20 Jahre, ein großer Fan von Hildegard von Bingen. Und Hildegard von Bingen, eine Äbtissin, die vor 900 Jahren gelebt hat und aus dem Licht viele sehr wichtige gesundheitsmedizinische Hinweise bekommen hat. Die hat Folianten voll geschrieben, die im letzten Jahrhundert, in der Mitte des letzten Jahrhunderts gefunden wurden, ausgewertet wurden, übersetzt wurden aus dem Lateinischen. Und in diesen Kräutermischungen von Hildegard von Bingen findet man ganz viele Hilfen, aber eben auch Hinweise, was man alles selber machen kann. Und so ist es bei uns so, dass wir zum Beispiel viele Kräuter anbauen
um sie dann auch für die Eigenversorgung zu nutzen. Also das beste Entgiftungskraut ist der Löwenzahn. Das wissen die wenigsten vielleicht, aber der wächst überall. Oder ein sehr wichtiges Ausleitungsentgiftungsmittel, vor allem wenn man Long-Covid hat, wenn man vielleicht geschädet wurde und immer noch darunter leidet oder auch wenn man die Spritze bekommen hat, ist die Brennnesselwurzel, die dann als Elixier mit Schnaps angesetzt werden kann oder auch mit getrocknet wird und man sie dann als Tee oder so zu sich nimmt. Dann gibt es den Wegerich. Der Wegerich heißt Wegerich, weil er auf allen Wegen wächst auf der ganzen Welt. Wir Menschen gehen achtlos daran vorbei. Dabei ist es der größte Helfer in der Not, wenn du Verletzungen hast, wenn du Insektenstiche auch schlimmer Art hast. Wenn man den ansetzt, auch mit Wodka mache ich das meistens, und du hast Stiche oder Verletzungen und du behandelst das damit, oder auch wenn du in der Natur bist und bist verletzt und du nimmst dir ein Wegerichblatt, Breitwegerich oder Spitzwegerich, ist ganz egal, die Heilkraft ist dieselbe, und verbindest dich damit oder reibst den Saft auf die Wunde. Und du brauchst keine antibiotische Salbe, du brauchst keine Medikamente, du brauchst da gar nichts. Oder der Huflattich wächst auch überall, ist das beste Hustenmittel. Da wird lamentiert, es gibt keinen Hustensaft mehr. Ja, Mai, denn macht's halt selbst euren Hustensaft. Mir sagte mal ein Heilpraktiker, die Pflanzen kommen zu dir. Guck genau. In deinen Garten. Ja, das ja, stimmt so. Auch. Da wollen wir jetzt auch noch nicht unbedingt über die Weidenrinde sprechen. Auch ein ganz interessantes Thema. Aber daran kann natürlich die Pharmaindustrie nichts verdienen. Ja. Und durch diese Informationsvorenthaltung, genau. Das sind ja Informationen, die uns vorenthalten worden sind, wahrscheinlich damals auch, in denen die gewissen Hexen verbrannt wurden. Dann waren die Informationen in Form von CO2 wieder freigesetzt und zurück im Kreislauf. Naja, wie auch immer, da sind ja Geschäftsmodelle dahinter. Und die Frage ist ja tatsächlich, wie kann ich unabhängig werden? Ja, also Hildegard von Bingen, ja, und da steckt mehr dahinter. Und wir sind aufgefordert, das zu lernen, bevor es akut wird. Wir sollten es wirklich tun, denn auch die Prognose für die Zukunft, was uns Menschen angeht, die ist jetzt, sagen wir mal, nicht allzu günstig zunächst. Es wird schon noch einiges auf uns zukommen, was uns jetzt auffordert zu handeln, jetzt vorzubereiten. Und wenn man einfach Pflanzenkunde betreibt, es gibt ein tolles Buch, das ist so dick, das heißt Die Kräuter in meinem Garten, wo jedes Kraut 3-4 Seiten bekommt mit seinen ganzen Wesensmerkmalen. Und wenn man anfängt, sowas zu studieren, kommt man aus der Freude und aus der Lust daraus gar nicht heraus. Und ja, wer sich rechtzeitig kümmert, der ist vorbereitet. Ja, und es ist wirklich erstaunlich, wenn man da in diese Welt so ein bisschen eintaucht. Meine Lebensgefährtin zum Beispiel, die geht abends auf die Wiese und kommt mit einem bunten Strauß an Blättern zurück. Ja, also wir müssen keinen Salat kaufen, ne? Also der wächst einfach vor der Tür. So ist es, ganz genau. Und wer da noch Zukunftsanzeigt, der hat so ein kleines Informationsdefizit. Naja, nun ist es natürlich nicht jedem gegeben, wenn man zum Beispiel sich Großstädte betrachtet und du lebst in der Großstadt, dann wird es schwierig, aber du kannst selbst auf einem kleinen Balkon oder auf einer Terrasse oder so kannst du natürlich wirklich auch dauerhaft viele Kräuter anbauen. Die nimmst du halt einfach im Winter dann rein. Ist übrigens auch sehr schöner Schmuck, so ein Topf mit vielen Kräutern. Aber es ist halt nicht jedem gegeben. Deswegen ist es auch wichtig, dass man jetzt überdenkt und plant, wenn es doch jetzt noch ein bisschen enger wird für alle, davon können wir ausgehen, dass man auch seinen Standort bestimmt. Will ich wirklich in der Großstadt bleiben? Oder habe ich jetzt noch die Möglichkeit, an den Rand oder vielleicht sogar aufs Land zu kommen? Gibt es Gleichgesinnte, mit denen ich mich vielleicht zusammentun kann? Unbedingt, ja. So, solche Dinge. Also wir müssen in die Bewegung kommen. So wie wir bis jetzt gelebt haben, wird es schlichtweg nicht weitergehen. Oder mit den Worten Robert Habecks zu reden, dem deutschen Vizekanzler und Superminister. Der hat ja, als er sein Amt antrat, hat er gesagt, das Antlitz des Landes wird sich verändern. Da hatte er eine prophetische Minute, als er das gesagt hat. Oder ich denke mal, er weiß ganz genau, an was er gerade so mitarbeitet. Verändern heißt dann nicht automatisch verbessern. Und wenn du eine helfende Hand suchst,
dann guck doch mal am Ende deines Armes. Mhm. Ja, also wir sind aufgefordert, selber aktiv zu werden. Ja, und das ist ganz toll, weil das gibt uns ja auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Jetzt bist du seit 4 Jahren am Stück, sozusagen in Kanada, in dieser Umgebung, in dieser Weite, in dieser Ruhe, in dieser Selbstversorgung und so weiter, trotzdem immer aktiv geblieben. Hast natürlich auch ganz fleißig immer diese deutschen Nachrichten gesichtet und zusammengefasst und kommentiert und präsentiert und so weiter. Und jetzt bist du tatsächlich wieder, ja, ist eigentlich nach Europa gekommen, wo alles ein bisschen enger ist und anders. Was hast du da gespürt? Hast du gespürt, schön, dass ich da bin, ich kenne das ja alles, oder hast du gespürt, ups, hier hat sich was geändert? Also ausgewandert bin ich ja schon länger, das ist schon 7 Jahre her. Aber dieser Schritt oder die Kluft zwischen dem letzten Mal vor 4 Jahren und jetzt ist sehr tief, finde ich. Also da ist, hat die Gesellschaft ist verändert worden durch die letzten 3 Jahre, die Mikrobenzeit, würde ich mal auf jeden Fall sagen. Wir waren auch viel jetzt auf dieser Reise in größeren Städten unterwegs. Und wenn man so als erstes schaut mit dem ersten Blick, ja, die Sonne scheint, die Leute tragen Sommerkleidung, die sitzen in Straßencafés und essen ihr Eis oder trinken ihren Cappuccino. In Kanada, wo wir leben, im Urwald, findet man jetzt nicht so viele Cafés, wo man Cappuccino trinken kann. Also das sind dann für uns so schöne Momente auch gewesen. Aber was wir beobachtet haben, ist, dass viel Stress in der Luft liegt, viel Druck, den wir nicht mehr kennen. Denn in Kanada ist gar kein Druck. Die Menschen sind fröhlich, freundlich, höchst tolerant. Da sagt dir niemand, du musst dich impfen, sondern jeder sagt, das musst du selber entscheiden. Ich habe es gemacht, aber du musst es ja nicht machen, so ungefähr. Da gibt es viele Paare, da ist er geimpft und sie nicht oder umgekehrt. Und da gibt es überhaupt keine Verwerfungen. Also wir kommen aus dieser entspannten Haltung, die man automatisch übernimmt, wo wir dann sehen, wenn mal Leute aus Europa zu uns kommen, huiuiui, da ist manchmal ein ganz schöner Druck drin. Und den spüren wir halt hier jetzt auch. Hm. Und wir sind gerne hier, wir führen gute Gespräche, wir können vieles recherchieren, was wir recherchieren wollen. Das ist die schöne Seite. Aber jetzt ist schon ein bisschen Zeit vergangen, die wir hier unterwegs sind. Und wir gucken uns immer öfter an und sagen, Es wird Zeit, nach Hause zu kommen, ja. Ihr seid zu Hause. Ihr seid auch bald zu Hause. Vielen Dank für die Zeit, weil die ist besonders wertvoll gewesen, ne, bei einem relativ kurzen Aufenthalt. Und Eva, wer weiß, vielleicht eines Tages mal in Kanada. Ich möchte den Andreas unbedingt auf seinem alten Trecker sehen. Ja, so, danke. Danke dir auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao.